Jojojo, Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ah, erstmal die Brille runter tun, dass ich ein bisschen was sehe, weil es beschlägt gerade. Also, ich hoffe, ihr versteht mich noch gut oder sogar besser vielleicht. Ja, heute soll es mal darum gehen, was ich an der Suche und alles so verändert habe. Ein paar geile Dinge dabei. Und ich glaube, ich fange jetzt mal mit dem allerersten Objekt, was ich gerade als neuestes erworben habe. Und dann muss ich die Zündung anschalten. Und zwar geht es hier hinten um mein Licht. Ich habe hier ein richtig geiles Licht gekauft. Und es hat eine Kennzeichenbeleuchtung. Dann hat es normales Rücklicht drinnen. Dann hat es hier, sieht man wahrscheinlich jetzt schlecht, ein Bremslicht. Und es hat auch noch Blinker verbaut. Wie geil ist das denn? Habe ich mir vor kurzem erst erworben. Also es geht auch natürlich nach links auch. Das ist schon eine richtig geile Sache. Und dann hier auch Bremsen dazu. Voll nice. Habe ich übel gefeiert. Habe ich gesehen, musste ich unbedingt bestellen. Hier, das ist zwar original, aber ich wollte letztens so einen Modguard dran machen, dass dieser Schmutz Auffänger, aber das passt irgendwie an meinen Kennzeichenhalter nicht dran. Und dann habe ich das wieder weggebaut und die Schraube zu fest angezogen. Jetzt hat sich hier, das sieht man wahrscheinlich nicht auf der Kamera, ist es abgebrochen. Jetzt hängt es nur noch ganz leicht hier dran. Ja, passiert. Reifen habe ich ja Maxxis oben, die waren ja schon beim Kauf oben. Ja, die sind jetzt auch schon gut verbraucht worden durch meine Wheelies, aber krass, wie lang die eigentlich heben, für das, dass ich jetzt gerade in der letzten Zeit nur noch Wheelies gemacht habe. Dann habe ich mir bei ganz billig die Fußrasten hier bestellt. Die waren extrem günstig, ich glaube, die haben nur so 25 Euro gekostet oder so. Ich bin ja ein absoluter Schnäppchenjäger, kann ich euch nur empfehlen. Teile, die ihr sonst nicht findet, alle bei eMoto X auf jeden Fall abzuchecken. Der hat so gut wie alles und nur Sachen, die er komplett selber an seinem Bike verbauen würde. Hat auch viele Sachen an seinem Bike selber dran. Und der hat wirklich Ahnung, kann ich euch nur empfehlen. Immer wenn ich Fragen habe, gehe ich zu dem und er hilft mir mal bei vielen Sachen. Ich habe auch von ihm schon neue Bremsklötze für hinten gekauft, weil die sind jetzt bald unten. Und ich habe im letzten Video ja angesprochen, die vorderen Bremsklötze, die sind ja wirklich so schlecht. Die hinteren, ja, sind okay, aber muss auf jeden Fall mal was anderes her. Deswegen habe ich schon zu Hause liegen, da freue ich mich schon drauf. Da fehlt nicht mehr viel und dann, ja, die sind schon gut unten. Da fehlt wirklich nicht mehr viel, vielleicht einmal Wheelies üben noch. Dann habe ich hier noch so ein größeres Kettenblatt. Ich weiß leider nicht, wie viel Zahn, ich glaube 60 oder sowas sind das. Ja, 60 Zähne hat es. Ich habe hier zum Beispiel den Kettenschutz weggemacht. Sieht, finde ich, persönlich nice aus. Ich versuche so gut wie es geht, das komplette Bike in schwarz zu lassen. Ich feiere den Look einfach so richtig böse, schwarz. Einfach geil. Wirklich ein Träumchen. Ich bin immer auf der Suche nach irgendeiner anderen Lampe noch, die zugelassen ist, die noch schicker ausschaut und kleiner ist. Falls ihr da was wisst, dann sagt mir unbedingt Bescheid, würde mich sehr interessieren. Und auch vom Tacho her. Am liebsten würde ich gar kein Tacho verwenden. Ich schaue immer so einen YouTuber an, auf YouTube natürlich. Mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein, leider. Und der fährt einfach ganz clean, ohne Tacho. Der hat nämlich auch, glaube ich, die normale X-Version ohne Straßenzulassung. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Ich unterbreche mal ganz kurz. Scheiße, ich muss mal schnell meinen Akku suchen gehen. Den habe ich irgendwo verloren. Deswegen kurzer Stopp. Ich komme gleich wieder. Da ist er. Ist da schon jemand drüber gefahren? Jo, ich glaube. Oder, na, das ist vielleicht. Fuck. Ich habe noch gewusst. Komm, ich muss noch die Tasche zumachen. Hab's vergessen beim Helm anziehen. Und dann war er schon weg. Oh, es ist einfach so ein Träumchen, mit der Maschine hier Wheelies zu machen. Es ist einfach, es macht so Spaß und so schön am Kipppunkt zu fahren und mehr zu lernen. Und es ist einfach, es ist wirklich absolut mein Traumbike gerade zur Zeit.
irgendwo. Nice. Hinstellen. Weiter geht's mit dem Video. Weil ja, wir waren, glaube ich, beim Tacho und so weiter. Und es sieht einfach so wunderschön aus, wenn das Zeug hier nicht wäre. Aber es wäre schon geil, wenn hier an der Seite nur dieser Tacho wäre. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Diesen von der X-Version. Ja, ist halt wegen der Straßenversion halt. Dieser große Tacho. Akku habe ich leider noch nicht verändert. Hätte ich fast die Chance gehabt dazu. Ich war leider nur zu spät dran. Der Daniel von eMoto X hatte einen übrig. Bald haben die vielleicht selber sogar einen zum Verkauf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da würde ich dann wahrscheinlich zuschnappen. Ja, und gebraucht findest du eigentlich nichts, wie gesagt. Sonst, ja, das kurze Kennzeichen, der kurze Kennzeichenhalter ist einfach hier nur mit einem Kabelbinder fixiert. Hebt einwandfrei bis jetzt. Sonst ist eigentlich an der Karre noch ziemlich viel Original. Ich finde, Kleber runter machen und die sieht einfach schon so fresh aus. Also ich liebe dieses Motorrad so sehr, mit auch wie man den Akku schnell rausmacht, wie schnell er geladen ist, wie lange er hebt. Ey, es ist wirklich so ein geniales Teil. Also ich will es auf jeden Fall nicht missen gerade zur Zeit. Ich freue mich, wenn dieser 72 Volt Akku vorhanden ist. Dann wird es nochmal geisteskrank werden. Aber man braucht nicht unbedingt. Also wie gesagt, der Torp-Controller, oh, den habe ich gar nicht erwähnt. Erstens optisch nochmal geiler, dass es vorne jetzt so schwarz ist und clean und aufgeräumt. Klein, fein, wiegt weniger und bringt einfach mehr Leistung. Du hast eine App, mit der du das alles steuern kannst. Genial. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also der Torp-Controller ist ein geniales Teil. Gibt es, glaube ich, auch bei eMoto X zu kaufen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und sonst ist, glaube ich, alles noch so, wie es sein soll. Ja, und wenn ihr kommende Videos nicht verpassen wollt, dann lasst mir super gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen. Haut da rein. Da war schon wieder ein Schluss daher. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.